Moin Moin Freunde, ich bin's, euer Jack. Ich melde mich wieder zurück mit einem kleinen Video. Es ist auch nicht lang, es ist nur eine Art Ankündigung plus ersten Informationen zu Call of Duty Ghost für euch. Habe ich gefragt, ob ihr es möchtet. Ja, hier bekommt ihr es. Und zwar, heute fange ich an mit den Thematiken Sliden und Lehnen. Wir haben ja schon gehört und gesehen in diversen Gameplays von Infinity Ward oder von anderen ganz großen YouTubern, dass es die Möglichkeit geben wird, zu rutschen und zu lehnen. Erstmal zum Rutschen. Wie schaut denn das aus? Also Rutschen kennen wir vielleicht aus anderen Spielen wie Crysis, dass es möglich ist, auf den Boden zu rutschen und dementsprechend auch zu schießen. Jetzt ein bisschen mehr Details dazu. Und zwar, ihr könnt rutschen, wenn ihr sprintet, dann die Kreistaste drückt, sage ich jetzt mal, oder bei Taktiksteuerung den R3-Stick runterdrückt, das heißt die Taste zum Hinlegen. Und dann fängt er an zu rutschen. Was kann man während des Rutschens schießen? Haben schon einige gefragt. Nein, also wenn man rutscht, rutscht man erstmal. Da wird auch die Waffe an den Körper rangezogen. In diesem Moment, da sind vielleicht, ich sag jetzt mal ein, zwei Sekunden, ist es definitiv nicht möglich zu rutschen, zu schießen. Das heißt, ihr rutscht zum Beispiel in eine Deckung, aus einer Deckung raus oder in ein Haus rein oder in den Bombenspot und schießt mich tot, was es nicht alles möglich sein wird. Aber ihr könnt in diesem Moment definitiv nicht schießen. Wann ihr schießen könnt, ist nach diesen ungefähr 2 Sekunden Rutschpartie oder 1,5, ich weiß es nicht ganz genau, wird die Waffe wieder verfügbar sein. Das heißt, in dem Moment, wo ihr nicht mehr rutscht, sondern stehen bleibt sozusagen, dann bleibt ihr auf dem Boden liegen, ganz wichtig, ihr bleibt auf dem Boden liegen und schießt, könnt dann schießen. Und zwar mit Anvisieren oder auch ohne Anvisieren. Das heißt, es wird eine ziemlich heftige taktische Komponente sein in den nächsten Call of Duties mit diesem Rutschen. Besser als dieser Dolphin Jump bei Black Ops. Dann Lehnen. Lehnen hat man gefragt, ja, welche Taste müsste ich denn drücken? Beim PC kennt man es ja, E und Q, da hat man sich immer gelehnt. Wie wird es jetzt bei Black Ops, bei Ghosts sein? Bei Ghosts wird es so sein, dass ihr euch automatisch lehnt. Wir haben auf der Games uns gespielt, ich habe es ab und zu ausprobiert. Ihr stellt euch an eine Wand, wo Platz ist, und dann, wenn ihr dann ganz leicht nach links geht, dann lehnt ihr euch. Anstatt aus der Deckung herauszugehen, fängt ihr an, euch zu lehnen. Ganz wichtig. Und dann bleibt ihr auch so und guckt halt raus mit dem halben Körper bloß. Oder mit dem Oberbau des Körpers. Und das wird auch sehr viel verändern in Bezug auf zum Beispiel Suchen, Zerstören, wo man sich dann taktischer hinstellen kann, wo man weniger Angriffsfläche bietet. Nachteil ist, den gibt es sozusagen nicht aktuell. Ich bin jetzt nur gespannt, inwieweit die ganzen Ecken und Kanten im Spiel dadurch unterstützt werden, das Lehnen, dass man auch wirklich gut und effizient sich lehnen kann. So, das war's auch schon mit den ersten 2 Informationsthemen. Ich hoffe, ihr wisst alles jetzt und wenn ihr Fragen habt, dann fragt mich einfach und viel Spaß mit diesem Gameplay. Wir sehen uns nächste Woche, nächste Folge, da geht es dann um die Perks. Ciao, Freunde, macht's gut.